oder Schlamm? Ich weiß gerade gar nicht. Irgendwo kommt halt her. Gut, Node Transducer. Wow, da ist dieses Nightdog craften. Ja, das warten wir eventuell noch ab. Dann machen wir was ganz anderes. Nämlich den guten hier. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir hier schon einen Knopf drücken, wird er spawnen. Ne? Dann einen Autonomous Activator haben wir nicht noch. Dann werden wir so einen craften. Und haben wir noch Dingselbums, Leute, haben wir sowas noch? Unstable Ingots. Yep, haben wir. Was ist das extra? Utilities, oder? Oh, das hat eine Durability. Ich dachte, das wäre... Das kann unendlich werden. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe so irgendwie das Gefühl, das geht. Sicher bin ich mir auch nicht, ne? As always. Na komm. Was dauert da so lange? Dankeschön. Ich hatte nämlich das Gefühl, das wird nie hin. Zumindest sollte es keine Durability verlieren, oder? Kann auch sein, dass es... Doch, verliert es. Schade. Also wirklich schade. Aber dann kann man irgendwas anderes auch nehmen. Ich glaube, dass das die falschen sind. Ne, sind die richtigen. Ausnahmsweise. Schade. Heißt Infinite Durability. Anscheinend nicht hier im Pack. Sword of the Wyvern. Ja, dann behalten wir uns das mal. Und was haben wir denn? Used for crafting, das hier, ne? Ach so, das lässt sich gar nicht craften. So eins. Eigentlich könnte man einen Flux Infused machen, ne? Für das wieder killen. Ich überlege gerade, haben wir sonst irgendwie. Oder wir machen ein ganz normales Broadsword. Wobei das Flux Infused eben angenehm gemütlich aufgeladen werden könnte. Wie heißt es? So. Da sollte man nämlich alles für craften können. Gut. Automatischer Aktivator. Was haben wir denn da? Und genau deswegen haben wir teilweise so viel von dem Holz, ne? Was haben wir denn da für Krachti? Natürlich. Genau.
First Slot Only. Immer aktiv, genau. Dann das Zeug, dann einen Button würden wir brauchen. Haben wir so einen? Yes, haben wir. Das ist falsch. Schauen wir gleich, ob er im Weh tut. Vorsicht, nicht tracken. Ja. Aber das funktioniert sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na komm, gib mir das Zeug. Ach. Dann eben nicht. Die basteln wir hier hin. Weil eigentlich könnte man die da draufstellen auch, ne? Dann sehen wir diesen komischen Typ auch nicht mehr, ne? Spricht eigentlich auch nichts dagegen. Alter, wie lange kann das dauern, bitte? Was macht er hier? Das Problem, eines der Probleme ist sicher, dass unser Autocrafting immer noch auf Hochtouren läuft. Den brauchen wir noch. Da haben wir sie auch schon. Sehr schön. So einen Item-Dinger. So. Machen wir einfach, hä? Kann aber durchaus sein, dass wir da Advanced brauchen. Wir brauchen gleich wieder einen zweiten. Request Crafting. Zwei Dia-Chipsätze. Kiste. Hoppa. Bricks. Und ein Crafting Table. Da hätten wir sogar. Ah, Crafting Mark 2. Ja, gut.
Da fällt selber nur das Eisen. Dann haben wir halt gleich um zwei mehr. Spricht ehrlich gesagt auch nichts dagegen. Ah, mein Crafting Mark 2. Noch ein Eisen. Ja, daneben geklickt. So kann es einem gehen. Wollte ich drücken. Gut. Bett. Was war das nächste, was wir geplant haben? Schwert fertig machen. Eigentlich für was wollte ich denn jetzt? Zwei Platten noch. Ach, Filter. Haben wir noch Z. Hätten wir sogar noch im Notfall. Sehr gut. Dann warten wir das kurz ab. Wie schaut es eigentlich mit unseren Uranvorkommen aus? Oh ja, das wird noch ein wenig reichen. Sehr schön, das ist schon mal gut zu wissen. Da-da-dum. Zwei Filter. Ja, kann man mit dem anlernen. Einen Energetik. Genau. Du hinten. Und jetzt. Dankeschön. Extract. Always active. Ah, aktivieren tun wir sich jetzt aber noch. V. Und hier ist A und genau. Extract always active. Blacklist. Er stört da wirklich. Achso. Hier auch in out. Always active. Whitelist. So eines. Sehr schön. Jetzt muss noch mal das Ding fertig werden. Schnell wegfliegen, damit es nicht ganz voll wird, ne?
Aber jetzt gleich abkriegen, der. Da geht's auch schon los. Na ja gut, so geht ihm wenigstens nie der Strom aus, ne? Haut einmal drauf. Und lädt neu und haut wieder drauf, ne? Fehlt mir zwar irgendwie was, nämlich das Dingselbums, ihr wisst, was ich meine. Was soll's. Wichtig ist, wir bekommen hier automatisiert jetzt nicht das das. Einmal klicken, nicht das das bekommen. Ach, ich habe ja auch was, das habe ich in der letzten Folge schon vergessen zu erwähnen. Ich habe hier das gebastelt. Das hier Experience hier im Obelisk speichert. Und ich bin am überlegen, ob man das unten anstelle der Drum hin basteln, ne? Wobei das manuelle Konvertieren finde ich fast besser, ne? Wobei, wenn das eben automatisch gehen würde, wäre ehrlich gesagt auch nichts verloren. Also kann man sagen, nee, ich brauche nur eine. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? 19 Mille, ach, da haben wir. Gut, dass wir da eine Bedrock genommen haben, ne? Da geht schon was rein. Also kann man das sehen. Ich könnte direkt von der Vacuum Chest da rein laufen lassen. Aber was soll's. So ist es ein wenig umständlicher, geht aber genauso gut, ne? Gut, Press Button, Spawn wieder, Kill wieder. Jetzt müssen wir nur mehr was aufsetzen. Gibt es hier den Item Monitor? Haben wir das nicht das letzte Mal schon nachgeschaut? Was ist das Blaue? Item Selector, cool. Add RF Tools, ne? Das letzte Mal schon geschaut. Liquid und Crafter, ja, genau. Ne, gibt's ja noch nicht. Ne, heißt es nicht Inventory? Inventory Panel. Nee, stimmt schon. Cooking for Blockheads, cool. Wie schaut's hier aus? 4 und hier sind 5. Ja, warum mache ich mal 4 noch? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich gleich fertig. Gut. Ich nehme an, hier ist irgendwie, ja. Ich habe keinen Plan, was wir mit dem Creosote machen sollen. Wenn wir das wenigstens zu Strom verarbeiten könnten. Wenigstens das, aber nicht mal das kann man da. Ja. Bottler, Carpenter, Fluid Transposer, Creosote Cell. Das Problem ist nicht mal der Semi-Fluid. Generator nimmt das, glaube ich, ne? Nö.
Sollten wir denn vielleicht trotzdem mal versuchen zu craften? Ne, ich glaube, das hatte ich in der Testwelt schon getestet. Ja. Das braucht man nicht mehr. Da haben wir wieder ein wenig Stahl. Das haben wir gesagt, da wollen wir weg. Und da sind die anderen zwei Drums fertig. Den könnte man nämlich auch direkt mit Holz befeuern. So. Irgendwas wird dann schon einfallen. Gut. Dann schauen wir jetzt wieder in den Nether. Und hoffen, dass solche Wisps gespawnt sind. Nö. Spawn Wisp gibt's sogar. Hey. Drecksau. So nicht hier. Entschuldigt. Wisp, mein Lieber. Müssten ja nicht viele sein, einer wird mir reichen. Sollen wir hier ein wenig warten? Ich glaube, es war schon hier, oder? Dass wir solche grauslichen Viecher hatten, oder? Könnten hier gar nicht spawnen, weil die Chunks nicht geladen sind. Hier muss ich dann auch mal das Limit hochdrehen, wenn ich weiß, wo das zu machen geht. Ich nehme an, das ist irgendein Config. Irgendwo. Gleich mal hingelegt. Könnte man nämlich mit Formcraft weiter werkeln. Na. So. Wir vorbereiten hier. Schaut's aus. Was sagt er? Ein Blättchen fehlt noch. Das ist auch nicht euer Ernst, oder? Soweit sind wir schon. Was sind wir falsch? Da. Yep. Drei Iridium brauchen wir noch. Die hier schon sehr weit eigentlich sind. Ja, so drei Fälle noch, wie gesagt. Da machen wir trotzdem jetzt diesen Node Transducer. Der braucht Nighter und der braucht ein Night Ore. Das ist. Ein Licht. Hat nicht Kohle.